Angesichts der ständig wechselnden Bedrohungslage für Unternehmen könnte man meinen, dass Antivirensoftware mittlerweile hoffnungslos veraltet ist und eigentlich, ja, sagen wir mal, nur noch das kleinste Rädchen in der IT-Security-Schraube ist. Dass es nicht so ist, zeigt uns jetzt Rüdiger Trost von F-Secure. Wir haben ihn getroffen und er erklärt uns, dass mittlerweile F-Secure nicht nur Antivirus macht, sondern sehr, sehr viele Geschäftsfelder hat, um einfach Unternehmen ganzheitlich zu schützen. Viel Spaß! Wir sitzen jetzt hier am Stand von F-Secure. Ich habe den Herrn Trost neben mir. Herr Trost, können Sie mal kurz ein bisschen was zur Firma F-Secure sagen? Ja, F-Secure ist eine Firma, die sich generell um Cybersecurity kümmert und da alle Bereiche abdeckt. Wir sind schon seit fast 30 Jahren sozusagen in dem Security-Umfeld tätig. Man kennt uns von der klassischen Endpoint-Protection, Virenschutz, machen aber da deutlich mehr mittlerweile, was Managed Security Services betrifft oder sogenanntes Red Teaming, also Auftragshacks, und haben da ein paar interessante Angebote. Welche Firmenphilosophie steckt hinter F-Secure? Also F-Secure kommt aus Finnland und die finnischen Kollegen aus Finnland kommt das Thema Privatsphäre sehr stark. Also das wird da ganz groß geschrieben und das leben wir auch in unserer Firma ganz, ganz extrem. Und wir machen alles, dass sozusagen die Daten der Kunden sicher sind, dass die Leute im Internet surfen können, ohne Angst zu haben sozusagen. Und ganz wichtig ist, wir versuchen immer ein mehrstufiges Konzept zu haben. Das heißt also, seitdem es F-Secure gibt, seitdem es F-Secure Virenscanner gibt beispielsweise, nutzen wir mehrere Scanning-Technologien immer, damit man immer möglichst gut geschützt ist. Wie schätzen Sie aktuell so die Bedrohungslage für Unternehmen ein? Die Bedrohungslage ist nach wie vor hoch, würde ich sagen, weil wir sehen sehr zielgerichtete Angriffe auf Unternehmen, sehen aber auch klassische Angriffe per Ransomware, die einfach nervig sind, die Geld kosten und die aufgrund des Geschäftsmodells, das dahinter steht, einfach perfekt sind. Also wenn ich sehe, die Viren oder die Trojaner haben seit über 15 Jahren immer ein Geschäftsmodell dran, das Geld verdient wird. Und jetzt seit ein paar Jahren mit der Ransomware ist das Geschäftsmodell so optimiert worden, dass es auch nicht abnehmen wird. Also es wird in Zukunft, das wird uns die nächsten Jahre noch weit begleiten, gerade im Hinblick auf neue Geräte. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich IoT-Devices oder Smart-Devices auch mit so einer Ransomware infizieren kann, das wird noch extrem spannend. Glaube ich auch. Da drängt sich natürlich die Frage auf, muss ich mittlerweile auf allen möglichen Geräten, zum Beispiel Linux-Rechner oder ein MacBook, auch einen Virenscanner installieren, oder gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da macht es vielleicht sogar gar keinen Sinn? Absolut. Also man muss sehen, es gab genug Exploits für macOS, es gibt auch genug Schadcode für Linux. Wenn ich an plattformübergreifende Dinge denke, wie zum Beispiel Java, ja, dann können diese Java-Exploits oder Flash-Themen natürlich auch so ein Betriebssystem betreffen. Ja. Also ich würde natürlich auf alle Arten von Plattformen einen Virenscanner installieren, um mich da auch einfach sicherer zu fühlen beim täglichen Surfen. Ja. Thema vielleicht Java auch. Haben Sie da eine Empfehlung, wie man damit umgehen sollte? Weil ich kenne das aus dem Unternehmensumfeld. Man kommt um Java nicht drum rum. Viele Hersteller, auch hier auf der ITSA, sind wieder einige, die ihre Konfigurationsoberflächen in Java ausgestalten oder Flash. Ja, also zu Flash und Java gibt es einen einfachen Tipp: weg damit, deinstallieren. Ja? Also wenn ich das nicht machen kann, wie Sie ja gesagt haben, die Situation gibt es, dann kann man sich da anderweitig behelfen, dass ich einfach sage, okay, ich trenne auf jeden Fall die Connections zwischen Browser und Java-Interpreter, weil ich kann diese Management-Tools da nutzen, aber kann auf einer Webseite kein Java ausgeführt werden. Und da bin ich schon mal deutlich sicherer, weil es kann nicht sein, dass irgendeine Seite, auf die ich surfe, diesen verwundbaren Java-Schrott bei mir ausführt. Das nächste ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Webseite, die Java braucht, ja, die Situation soll es ja auch geben, leider, dann empfehle ich, sucht euch eine andere Webseite und vergesst die. Oder man sagt, okay, ich habe einen Browser mit aktiviertem Java, mit dem benutze ich aber nur für diese eine Webseite und surfe damit nicht im restlichen Internet. Ich habe einen anderen Browser ohne Java sicher abgesichert, indem ich den ganzen anderen Rest anschaue. Was sind so die Fehler, die Unternehmen immer wieder im Hinblick auf IT-Security machen? Was stellen Sie da immer wieder fest? Naja, gut, das ist eine breite Frage, sage ich mal. Also die Fehler sind vielleicht, dass man sich ausruht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Lösung gekauft und sind jetzt sicher, dass man das nicht immer wieder auf die Probe stellt, dass man sagt, okay, ist das denn noch aktuell? Brauche ich vielleicht noch mehr oder muss ich mich vielleicht mal selbst challengen? Das fängt vor allen Dingen bei dem Thema Schwachstellenmanagement an. Das heißt also, viele Unternehmen gucken, einmal im Jahr habe ich irgendwelche Schwachstellen im Unternehmen, ja. Unser Ansatz ist zu sagen, hey, mach das regelmäßig, mach das einmal die Woche, mach das einmal im Monat, ne? Weil diese Schwachstellen entstehen einfach automatisch und der Admin ist da nicht schuld dran, sondern Schwachstellen entstehen in Software auf den Systemen einfach mit der Zeit. Und
wenn ich das nur einmal im Jahr mache, dann patche ich einmal im Jahr, aber eine Woche später oder einen Monat später sieht die Sache schon ganz anders aus. Also das sind so Sachen, das muss einfach in die Köpfe rein, dass ich mich immer wieder von außen irgendwie auch selbst challenge und sage, das, was ich hier gebaut habe, mein Netzwerk, ist das noch so sicher, wie es am Anfang mal war? Genau, immer wieder hinterfragen. Gerade Ransomware war ja in den letzten Monaten, eigentlich würde man sagen in den letzten Jahren, ein großes Thema. Was hat F-Secure mittlerweile im Portfolio, um seine Kunden vor Ransomware zu schützen? Also wir haben ein Modul in unserem Endpoint Protection, der sozusagen auf Verhalten schaut. Also der weniger auf Signaturen prüft, ob bekannter Schadcode drin ist und einfach guckt, was macht denn die Datei? Und mit dieser Technologie kann man sehr gut erkennen, wenn jetzt ein Prozess auf einmal anfängt, Dinge zu machen, die extrem abseits der Norm sind, ja, und damit kann man so eine Ransomware auch sehr gut erkennen. Das Modul haben wir schon seit vielen Jahren im Produkt, bringt aber vor allen Dingen jetzt aktuell gegen Ransomware den großen Unterschied, den großen Vorteil. Das haben Sie sowohl im Consumer- als auch im Business-Umfeld. Korrekt. Wunderbar. Auf der ITSA wurde ja auch Ihr neuer Service Red Teaming vorgestellt. Können Sie da mal erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt? Ja, Red Teaming ist ein Angriff auf das Unternehmen, indem wir sozusagen die komplette Security-Kette prüfen. Und da geht es nicht nur um die IT-Security, sondern um die kompletten Prozesse auch drumherum. Das heißt, wir kriegen ein Ziel zum Beispiel, dass man sagt, der Kunde möchte gerne testen, gibt es auf einen externen vielleicht Zugriffsmöglichkeiten auf unsere Kundendatenbank. Und man kann uns dann beauftragen, zum Beispiel sagen, versucht alles, um an diese Datenbank ranzukommen. Das kann einmal sein, dass wir von außen sozusagen über einen Hack, über eine Phishing-Attacke, über eine Malware sozusagen ins Unternehmen eindringen können. Oder wenn wir sagen, hey, es ist viel einfacher, einfach die Tür einzutreten, den Server rauszuschrauben, dann probieren wir das auch. Okay. Wie läuft das dann ab, wenn ich mich dafür entscheide? Wird dann ein Konzept ausgearbeitet oder wie läuft das ab, wenn ich jetzt sage, F-Secure, mach das mal bei uns? Es kommt darauf an. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann sagen, hey, F-Secure, mach das bitte wie ein Externer, der keine Ahnung hat von unserem Unternehmen. Dann fangen wir bei null an. Das ist eigentlich das Interessanteste, weil dann sammeln wir erst Informationen, wie ein Angreifer es auch machen würde. Man kann aber auch sagen, okay, ich möchte gerne euch ein bisschen Vorwissen geben oder eine interne Workstation sogar schon, dass ihr von innen das rausmacht, kann man frei definieren. Hängt immer da ein bisschen davon ab, was man genau testen möchte. Das Ganze empfehlen Sie ab welcher Unternehmensgröße? Das hat mit der Größe gar nichts zu tun. Also es hat auch mit den Firmendaten relativ wenig zu tun, weil diese Angreifer, die wir sehen, die so ein bisschen zielgerichteter vorgehen, die haben es nicht immer nur auf Patente und die Firmengeheimnisse oder irgendwelche Rezepturen abgesehen, sondern die wollen einfach nur Geld. Ja? Die wollen einfach letzten Endes auf den Rechner drauf, von dem die Firma das Geld überweist. Die wollen Zugriff auf das Bankkonto und das betrifft sozusagen auch jedes Unternehmen letzten Endes. Das ist auch unabhängig davon, was für eine vorhandene AV-Lösung da eingesetzt wird, gehe ich mal davon aus, oder? Klar, das hat mit der AV-Lösung ist nur ein kleiner Teil, weil mit so einem Angriff testet man auch die Prozesse der physikalischen Sicherheit in Verbindung mit der IT-Sicherheit. Also als Beispiel, der Pförtner findet einen Unbefugten in irgendeinem Meetingraum. Sagt er das dem IT-Admin oder denkt er gar nicht darüber nach, dass es den IT-Admin interessieren könnte? Weil der könnte ja einen Remote Access installiert haben dort an der Netzwerkdose beispielsweise. Und solche Sachen deckt man damit auf. Wie schätzen Sie so, Sie haben ja gerade Awareness angesprochen, die Awareness von deutschen Unternehmen im Hinblick auf Social Engineering-Attacken ein? Also Social Engineering ist ein Thema, da muss man eigentlich immer wieder drüber sprechen. Ja? Also wenn man das einmal gehört hat, man vergisst es wieder. Das ist was regelmäßig sein muss. Also man muss die Mitarbeiter da regelmäßig darauf hinweisen, wenn da einer anruft, freundlich, aber nicht zu freundlich. Also jetzt irgendwelche Internas ausplappern, ja, nur weil man sich mit dem Anrufer gut versteht, ist eine schlechte Idee. Aber man muss das immer wieder in die Köpfe reinkriegen. Ja. IoT ist ja ein Trend, der ist nicht mehr aufzuhalten. Jeder Admin hat zu Hause auch zig Gadgets, die er einsetzt. Welche Gefahren gehen denn aus Ihrer Sicht von IoT-Devices aus? Gut, wenn wir das ganze Thema Privatsphäre und Auswertung der Daten nehmen, ja, das ist natürlich ein großer Block. Ja. Da hängt es ein bisschen von den Herstellern ab, welche Daten sie nehmen und für was sie die Daten benutzen. Also ich hab mal das Beispiel gebracht, wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine habe, ja, und die Kaffeemaschine schickt mein Kaffeetrinkverhalten an den Hersteller. Der Hersteller nutzt die Daten dafür, den Kaffee zu optimieren, dass er mir jeden Tag ein Stück besser schmeckt. Dann finde ich das ja prinzipiell ganz geil. Aber wenn jetzt diese Daten dazu verwendet werden, ein Profil über mich zu erstellen, mir personalisierte Werbung zuzustellen oder sonstige Sachen, dann ist das wiederum nicht das, was ich will. Das sind also die Hersteller in der Pflicht, meiner Meinung nach. Der Anwender, dem wird das im Endeffekt egal sein. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt die Wahl habe,
Wenn ich jetzt einen Kühlschrank habe, der kostet, keine Ahnung, 400 Euro und der gleiche Kühlschrank, smart, mit Informationen an den Hersteller versenden, kostet nur 300 Euro. Die Leute werden alle den für 300 Euro kaufen, weil ihnen das egal ist. Und das muss einfach auch so ein bisschen auch in die Köpfe der Hersteller rein und in die Köpfe der User auch, dass man sagt, okay, wenn ich privat sein will, muss ich gegebenenfalls mehr Geld in die Hand nehmen, weil sonst zahle ich das mit meinen Informationen. Woran liegt das, dass diese Geräte, sag ich mal, per se sehr oft unsicher sind? Also ja, also ich muss sagen, in dem Thema, da haben wir uns ein bisschen mit befasst, diese IoT-Devices oder diese ganzen Gadgets, die kommen in der Regel von Startups. Und ein Startup, also ich habe überhaupt nichts gegen Startups, im Gegenteil, aber Startups haben jetzt nicht unbedingt immer den Fokus auf dem Thema Sicherheit, weil wenn Sie überlegen, ein Startup hat extremen Zeitdruck. Das Produkt muss auf den Markt, weil erst dann kommt Geld rein. Sie haben einen Investor, der macht den Druck, wann kommt das Produkt, wann geht's los. Security ist immer so ein Thema, was so ein bisschen hemmt. Das heißt, also man bringt das Produkt vielleicht ganz gerne auf den Markt und sagt, ja, das patchen wir dann in Version 2. Die Frage ist, wird es die Version 2 geben und wann kommt die? Also das ist ein Riesenproblem, dass dieses Security einfach ein nachgelagertes Thema ist, was nicht primär im Fokus steht. Wir sind ja jetzt schon so in der Thematik Cloud, sag ich mal, drin. Können Sie unseren Zuschauern was zum Thema Cloud-Nutzung empfehlen? So ein paar Tipps, wie man einen relativ sicheren Anbieter findet oder wie man sich vielleicht schützen kann? Guter Tipp, die Daten irgendwie zu verschlüsseln, also zumindest die vertrauenswürdigen Daten. Ja. Also ich nutze auch Cloud-Dienste und ich habe da auch nicht alles verschlüsselt drin, weil wenn ich Daten habe, die ich sowieso teilen möchte mit der Welt, dann ist es mir prinzipiell egal. Ja. Wenn ich aber Daten habe, die ich jetzt nicht unbedingt teilen möchte, dann entweder lade ich sie nicht in eine Cloud hoch oder ich verschlüssel sie entsprechend. Einen richtigen Anbieter zu finden, ist auch ein Vertrauensthema. Also man muss sich da einen aussuchen, dem man dann vertrauen kann. Wenn ich ihm nicht vertraue oder nur so halb vertraue, dann ist es nicht der richtige Anbieter für mich. F-Secure bietet ja selbst auch Cloud-Services an, also ihre Produkte kann man komplett über die Cloud beziehen. Macht es aus Ihrer Sicht überhaupt noch Sinn, On-Premise-Lösungen zu betreiben oder wird das langfristig aussterben? Es kommt drauf an, sage ich mal. Also ich würde jetzt sagen, es gibt für beide Szenarien seine Existenzberechtigung. Für kleinere Netzwerke, wo jetzt der Administrator sozusagen nicht im Netzwerk sitzt, sondern vielleicht ein IT-Dienstleister ist, der nur einmal im Monat kommt oder sowas, macht es auch keinen Sinn, das in-house zu haben. Der kann das über ein Cloud-Interface deutlich effizienter, deutlich schneller betreiben. Eine Kostenfrage ist natürlich auch, weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein kleines Netzwerk und bevor ich mir jetzt da die ganzen Server selbst hinstelle, kann ich mir viel schneller die ganzen Dienste über die Cloud einfach zuschalten. Also es ist einmal eine finanzielle Entscheidung, aber auch eine Geschwindigkeitsentscheidung. Merken Sie da schon was als Anbieter? Also kommt die Cloud bei dem Kunden aktuell gut an oder ist Deutschland da ja sehr konservativ, sage ich jetzt mal? Naja, es hat sich ein bisschen was geändert. Also mittlerweile ist man in Deutschland auch offener dafür. Also Sie haben recht, das ist tatsächlich in Deutschland ein bisschen später gewesen als in anderen Ländern. Aber wir sehen da eigentlich jetzt keine großen Vorbehalte mehr in den letzten zwei, drei Jahren. Das hat sich schon sehr geändert. Woher bekommt F-Secure die Informationen über Malware? Gehen Sie da zum Beispiel auch ins Darknet und gucken da mal, was da so abgeht? Ja, also wir haben verschiedene Wege. Also einmal haben wir Honeypots aufgestellt, die sozusagen möglichst viele Angriffe anziehen. Ja. Wir haben auch quasi ein Honeypot, das aktiv nach draußen geht, also der sozusagen auf Seiten surft und sich versucht zu infizieren, damit wir an den Chartcode rankommen. Das funktioniert sehr gut. Man teilt auch untereinander mit den Mitbewerbern Samples aus. Das heißt also, wenn irgendein Mitbewerber einen neuen Trojaner bekommt, dann kriegen den automatisch alle. Und das ist auch eine wichtige Kooperation, weil letzten Endes ist unser Ziel ja, möglichst viele Kunden zu schützen und dementsprechend muss man da zusammen kooperieren auch. Aber natürlich bekommen Ihre Kunden als erstes die Samples, gehe ich mal davon aus. Ja, klar, wir sind die Allerschnellsten, ganz klar. Genau. Welche Schutzmechanismen bietet F-Secure gegen unbekannte Schädlinge oder vielleicht bestenfalls sogar Attacken, die jetzt gar nicht mehr auf dem Speicher stattfinden, sondern im Arbeitsspeicher? Ja. Also unbekannte Attacken kann man natürlich nicht über eine Signatur, diesen klassischen Virenschutz abfangen, das ist ganz klar. Deswegen müssen wir hier das Verhalten analysieren. Wir haben eine Technologie im Produkt, einen sogenannten DeepGuard, der genau diese Analyse macht. Das heißt, wenn Sie sich eine Datei runterladen, dann wird die Datei erstmal über die ganz normale Signatur geprüft beispielsweise oder wenn ein Programm ausgeführt wird im Arbeitsspeicher, wird erstmal geschaut, kennen wir irgendwelche Strukturen von dem Programm schon. Wenn nicht, wird erstmal ein Hash von diesem Programm zu uns reportet, um nachzufragen sozusagen, kennen wir diesen Code schon, ist der schon mal irgendwo anders aufgetreten, ist der vielleicht vom Hersteller signiert, ja? Wenn nicht,
dann findet quasi so eine Art Sandboxing statt und wird geschaut, was will das Ding denn jetzt tatsächlich machen? Also läuft das jetzt Amok auf meinem Rechner oder startet das irgendwas ganz Normales? Und dann entscheidet der Rechner mit der Hintergrundinformation aus der Cloud, ja oder nein. Diese Lösung ist auch in Ihren Customer-Produkten integriert? Ja, Consumer. Also sowohl Consumer als auch Business-Produkte haben die Funktionalität. Abschließende Frage noch, warum sollen sich unsere Zuschauer jetzt für eine Lösung von F-Secure entscheiden, wenn sie vielleicht auch den Windows Defender benutzen könnten? Ja, das eine Thema ist Erkennungsrate und Erkennungsgeschwindigkeit. Also der Windows Defender scannt jetzt, sage ich mal, mit einer einzelnen signaturbasierten Mechanismus. Bei F-Secure haben sie mehrere Engines im Produkt mit drin, die einfach so ein Vier-Augen-Prinzip beim Prüfen. Also die Erkennungsraten sind deutlich schneller. Wir sind ein Hersteller, der darauf spezialisiert ist, diesen Chartcode zu erkennen. Und das machen wir auch schon seit fast 30 Jahren. Also die Erkennungsrate ist schon deutlich höher. Vielen Dank fürs Interview und viel Spaß noch auf der Messe. Sehr gerne, vielen Dank. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier raus.